So, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Ghost Hack 2 mit mir im Endking. Ja, wir waren hier im Dingenskirchen, sage ich schon. Jakenda und wir haben uns auf den Weg gemacht zum auf nach Kahodrons Grab, um diese Formel, Zauberspruchformel herauszufinden, um in den Adanos Tempel zu gelangen und um Raven zu verfolgen. Oh, den Schattenlauf habe ich besiegt. Tja, und da hinten ist das Grab von ihm. Quadron ist ein, den müssen wir beschwören mit einer Beschwörungsformel, weil er ja tot ist. Und ja, irgendwie müssen wir ihn dann beschwören. ich kann halt nicht so gut erklären. So. Hier sind natürlich noch ein paar Viecher. Und oben erwartet uns natürlich auch noch eine Überraschung. Mehr sag ich jetzt auch noch nicht. Tja. Ich kann natürlich ein Quiz mit ihm machen, soweit ich weiß. Weil ich mich erinnere. Na gut, dann sehen wir uns. Hoch, wo ist das Grab? Da oben sehen wir uns dann wieder. Bis gleich. So, ihr seht schon. Ah, hier sind erstmal Harpien. Na, Überraschung ist ja nicht. Ich habe in der letzten Folge schon welche gesehen. Aber ich kann die irgendwie nicht anvisieren. Ist das so gedacht oder? Ah, ne, so. So. Fang ab. Und da hinten ist ein Troll. Ja, den meinte ich eigentlich. Als überrascht, ja, Überraschung. Das kann man so sagen, dass er Überraschung ist. Naja, egal. Erstmal würde ich mir gerne diese Hexe hier gönnen, ey. Ja komm, ich würde dich so gern anvisieren, aber. Ah, jetzt geht's. So. Perfekt. So. Ach, da sind noch mehr, ja. Gönnen wir uns die natürlich zuerst. Ist ja wohl mal logisch. Und da hinten ist Quahodrons Grab. Mit dem müssen wir auch noch quatschen. Das ist natürlich ein bisschen. Ja, los, komm hoch. Will er nicht? Na. Der muss hoch. So. Na gut, dann gönne ich mir die und dann schneide ich hier. Bis gleich. So, dann wollen wir mal den Troll besiegen. Ich weiß nicht, wie wir den machen. Ich probiere es einmal mit einer Windhose, was auch immer die bewirkt. Tja, probieren wir einfach mal aus. Und schwirr ab, oder was auch immer das bewirken soll. Oh, nicht viel. Und, er schmettert uns weg. Ist natürlich gut. Vielleicht gönnen wir uns einfach da rein, weil er kann ja nicht. Er passt ja, glaube ich, nicht da rein, oder? Nee, ich glaube nicht. Nur die Goblins hier. Oh nein, Zombie. Oh Gott. Das hat mir auch noch gefehlt. Das ist der wahrscheinlich, oder? Ja, ich denke, das ist sein Körper, seine menschliche Hülle. Nicht zu nahe kommen, Zombie. Ach, hier ist auch noch mal so ein paar. Ja, das ist natürlich sehr toll. Oh Gott, ey, ich bin gleich tot. Es geht so nicht weiter. Na. So, aber nicht hier. Nicht mit mir. Alles klar, er passt wirklich nicht rein. Gut, dann müssen wir gleich mal nachher gucken, wie wir den loswerden. Erstmal gönne ich mir hier. Oh, ich krieg Angst hier. Boah. Magischen Bogen gönnen wir uns mal hier. Ne, Bolzen. Ach, das ist eine magische Armbrust. Genau, die magische Armbrust hier. Gönnen wir uns natürlich alles, bevor wir ihn anrufen. Den guten Quadron. Haben wir dafür irgendwie die Zauberformel? Ja, genau. Ich glaube, wir haben da irgendwie so eine Formel. Ja, natürlich vorher speichern. Gut, dass wir die Sprache. Ja, genau dafür braucht man nämlich die Sprache. Man muss die nämlich gelernt haben, sonst kann man sich mit dem nicht unterhalten, ne? Ist ja irgendwie logisch. So, haben wir die irgendwie in schriftlicher Form irgendwie. Da, Quadron beschwören. Gloria Tor, erscheine mir, Quadron. Der kriegerischen Kaste. Da ist Quadron. Na, mein Bester, wollen wir dich mal sprechen? Was geht? Na gut, das ist ein bisschen. Warum störst du meine Ruhe, Wächter? Sag mir, was ist dein Begehren? Gewähre mir Zugang zum Tempel Adanos. Gewähre mir Zugang zum Tempel Adanos. Der Tempel bleibt verschlossen bis in alle Ewigkeit. So wie es der Rat entschieden hat. Aber jemand ist in den Tempel. Erstmal, das Land wird von eben Erdbeben heimgesucht.
Das Land wird von Erdbeben heimgesucht. Wir müssen etwas unternehmen, sonst wird die ganze Insel im Meer versinken. Es gibt nichts, was wir noch tun könnten. Alaros Zorn ist über Jakendar gekommen, um die Ungläubigen zu vernichten. Jemand ist aber in den Tempel Adanos eingedrungen. Jemand ist in den Tempel Adanos eingedrungen. Unsinn! Ich selbst habe das Tor verriegelt. Es ist unmöglich zu passieren. Tatsächlich? Die gepriesene Weisheit der Ahnen ist geradezu überwältigend. Die gepriesene Weisheit der Ahnen ist geradezu überwältigend. Ein Mann deines Standes spricht nicht so mit mir. Ich kann mich des Eindrucks nicht erwehren, dass du nicht der bist, der du vorgibst zu sein. Wenn du meiner Hilfe bedarfst, hast du mir erst Zeugnis über dich selbst abzulegen. Oh je. Beantworte meine Fragen, damit ich Gewissheit habe, mich keinem Fremden zu offenbaren. Oh, jetzt müssen wir still deine Fragen. Oder warte. Ende vielleicht mal ganz kurz? Kann man noch speichern? Ja, wir speichern vorher. Das ist nämlich so ein Quiz. Müssen wir beweisen, dass wir wirklich zu seinem Volk gehören, indem er uns dann hier Fragen stellt. Stell deine Fragen. Ich bin Quahodron, der alte Kriegsherr von Jakendar. Du hast mich erweckt. Welche Kaste von Jakendar ist es, der du angehörst? Der Totenwächter. Wir haben ihn ja so beschworen, ne? Die Totenwächter. Die Fähigkeiten eines Totenwächters hätten es dir ermöglicht, mich zu erwecken. Ja, eben. Das ist wahr. Wenn du wirklich der bist, der du vorgibst zu sein, wirst du alle meine Fragen beantworten können. Bis auf eine. Wer schützte einst das Volk von Jakendar vor feindlichen Angriffen? Ja, die Kriegerkaste natürlich. Die Kriegerkaste. Wer kann mir einen direkten Befehl erteilen? Oh je, das waren die Gelehrten, glaube ich, ja, doch. Die Gelehrten. Wer ist schuld an dem Übel, das über uns gekommen ist? Oh. Oh, das weiß ich jetzt. Ich weiß es nicht, aber ich denke mal, die Kriegerkaste? Ja. Die Kriegerkaste. Wer hat das letzte Wort im Rat der Fünf? Oh Gott. Ich glaube, das sind die Priester. Die Priester. Wer lindert das Leid und versorgt die Kranken? Die Heiler natürlich. Oh, ich glaube, ich habe es jetzt soweit richtig, oder? Die Heiler. Wer hat das Portal verschlossen, um die Welt vor den Bösen zu schützen? Oh, das waren die Priester, glaube ich. Die Priester. Deine Antworten sind so falsch wie deine Absichten. Oh Gott. Ich werde dir nicht helfen. Ja, toll. Du kannst ja nochmal probieren. ja, ich probiere es gleich nochmal wieder. So, wir probieren es gleich nochmal. Stell deine Fragen. So, wir gehören den Totenwächtern an. Die Totenwächter. Wer schützte einst... Die Schützentum, die Kriegerkaste. Die Kriegerkaste. Wer kann mir einen direkten Befehl erteilen? Oh je, ich glaube, das waren... Ich probiere es nochmal mit den Priestern. Die Priester. Wer ist schuld an dem... Ja, das wäre natürlich die Kriegerkaste. Die Kriegerkaste. Wer hat das letzte Wort im Rat der Fünf? Dann denke ich mal, das waren das hier, jetzt die Gelehrten. Die Gelehrten. Wer lindert das Leid... und versorgt die Kranken. Die Heiler. Die Heiler. Wer hat das Portal verschlossen? Und er hat ja gesagt, eine Antwort können wir nicht wissen. Dann denke ich mal, sagen wir das so. Das kann ich gar nicht wissen. Ich weiß es nicht. Gut, ich vertraue dir. Ja, alles klar. Und werde dir meine Hilfe gewähren. Sowas. Schlüssel zum Tempel verlangen. Jetzt hör mal zu, Meister. Ein ganz übler Bursche hat sich Zugang zum Tempel Adanos verschafft. Wenn du mich nicht gleich in den Tempel lässt, ist es vielleicht schon zu spät. Und es geht hier alles den Bach runter. Das kann nicht sein. Der hohe Priester Kardimon und ich sind die einzigen in Jakendar, die wissen, wie man das Eingangstor zum Tempel Adanos öffnet. Tja, und wen hat Draven befragt? Kardimon. Tja, dann wird wohl dein Kumpel Kardimon geplaudert haben. Ich sage dir, das Tor war offen. Ich habe es selbst gesehen. Nun, es liegt Wahrheit in deiner Stimme.
Ich werde nicht mehr an deinen Worten zweifeln. Das will ich auch hoffen. So nimm denn das Losungswort. Es steht auf dieser Steintafel. Sage die Worte am verschlossenen Tor des Tempels und es wird sich öffnen. Meine Zeit ist abgelaufen. Ich kann dir leider nicht mehr helfen. Doch bedenke, hüte dich vor den Kammern Adanos. Sonst ist es dein sicherer Tod. Oh je. Moment mal, was ist mit den Kammern? Meine Kräfte schwinden. Leb wohl. Wir sehen uns wieder im Reich der Toten. Ja, okay, dann verschwinde mal, oder auch nicht. Ja, oh, der Troll ist ja noch da. Oh. Der ist doch verschwunden. Habe ich mich erschreckt. So, ich weiß nicht, wie ich den besiegen soll. Das verkackte Tal. Na egal. Ja, wir können uns dann einfach erstmal... Ah, hier, wie wär's mit Angst? So, verschwinde, du Drecksviech. Na? Angst? Wow. Scheiße, nein, es will mich immer noch angreifen. Okay, dann gönne ich mich mal zu dem Wassermagen. Bis nachher, tschüssi. Saturas, wir haben mit Quaudon gesprochen. Das Problem mit dem Tor am Tempeleingang ist gelöst. Hat der Geist geredet? Ja, das hat er. Du weißt also, wie du in den Tempel gelangst? Richtig. Und er hat mir auch verraten, was sich im Tempel befindet. Er sprach von einem mächtigen Schwert und den Kammern Adanos. Bei Adanos? Was sind wir doch für Narren? Wie konnten wir nur so arglos sein? Die Hinweise in den Aufzeichnungen. Es kann sich bei diesem Schwert nur um die Klaue Belias handeln. Die Klaue Belias? Wir müssen so schnell wie möglich die Kammern überwinden und die Waffe in unseren Besitz bringen. Was sind die Kammern Adanos? Was sind die Kammern Adanos? Wir wissen jetzt, dass das Eingangstor nicht die einzige Hürde ist, um ins Innere des Tempels zu gelangen. Im Tempel selbst gibt es drei Kammern, die alle Eindringlinge aufhalten sollen. Die farbigen Reliquien der Erbauer sind der Schlüssel dazu. Nur wenn wir alle Reliquien beisammen haben und die Rätsel auf ihnen lösen, kommen wir ins Allerheiligste des Tempels. Ich weiß nicht, ob Raven die Rätsel des Tempels entschlüsseln konnte. Aber falls dies der Fall ist, haben wir ein großes Problem. Oh je. Was ist die Klaue Belias? Was ist die Klaue Belias? Sie ist die Inkarnation des Bösen. Belia selbst hat sie erschaffen. Jeder, der sie trägt, verfügt über ein schreckliches Werkzeug der Zerstörung. Oh je. Je mächtiger sein Träger ist, desto gewaltiger ist die Macht der Klaue. Nur jemand, der stark im Geiste und standhaft in seinem Glauben ist, kann ihrem Bann widerstehen. Jetzt ist mir klar, warum die Erbauer dieses Tal abgeriegelt haben. Sie hatten diese Waffe des Übels in ihre Stadt gebracht und verfielen ihrem Bann. Diese überheblichen Trottel haben sich aus Habgier gegenseitig umgebracht. Die Grausamkeiten kannten kein Ende, bis Adanos Zorn über dieses Land fegte und alles im Meer versinken ließ. Wahrlich, die Schöpfer des Portals taten gut daran, diese Dinge vor dem Rest der Welt zu verbergen. Welch ein tragisches Ende für so eine wunderbare Kultur. Erkennst du jetzt die Dringlichkeit unserer Mission? Ja. Raven ist ein starker Kämpfer und verblendet von seiner Gier nach Macht. In seiner Hand wird die Klaue zu einem Instrument der Vernichtung. Er darf die Waffe nicht bekommen, sonst sind wir alle verloren. Was genau soll ich mit den Reliquien im Tempel machen? Was genau soll ich mit den Reliquien im Tempel machen? Wir wissen zu wenig. Doch du wirst ihre Bedeutung hoffentlich erkennen, sobald du im Tempel bist. Tut mir leid, dass ich dir nicht mehr dazu sagen kann. Jetzt liegt alles bei dir. Nimm die Reliquien an dich und begib dich umgehend in den Tempel. Adanos möge dir gnädig sein und uns alle beschützen. Okay, dann sag ich mal tschüss. Vielleicht und, ist es ja noch nicht zu spät. Nächste Folge gönnen wir uns dann in den Adanos-Tempel. Adanos möge dich schützen. Ja, ich bin der King, ich bin Gothic 2. Bis dann. Tschüssi.